Hallo, ich bin Sophomane Berry und ich zeige dir heute, wie du diesen wunderschönen Kranz gestalten kannst. Das Ganze mit Aquarell und ich hoffe ganz, ganz einfach. Bevor wir aber so einen Kranz aufbauen, möchte ich dir gerne auf einem extra Aquarellpapier einmal zeigen, wie du die Form der Mohnblume erstmal üben kannst, bevor du auf den Kranz gehst. Male dir dazu erstmal mit dem Bleistift einen kleinen Kreis auf dein Aquarellpapier. Anschließend kannst du mit einem mittelgroßen Pinsel rote Farbe aufnehmen und wir beginnen damit, die einzelnen Blütenblätter aufzubauen. Ein Trick, den ich für mich herausgefunden habe, ist folgender. Du begrenzt zunächst dein Blütenblatt in einer Trichterform zulaufend zu deinem Mittelpunkt, indem du einfach nur auf dein Aquarellpapier drauf tippst mit dem Pinsel, setzt anschließend den Pinsel nochmal am Anfang an, drückst diesmal den ganzen Pinsel aufs Aquarellpapier, also wirklich bis, dass die Spitze hier, von der Spitze bis zu dem Kunststoffteilchen hier, drückst du den ganzen Pinsel auf das Aquarellpapier und ziehst dann deinen Pinsel einmal mit viel Druck bis zu der äußeren Begrenzung. Achte dabei darauf, dass die Pinselspitze immer am Kreis entlang fährt. Also du rotierst sozusagen deinen Pinsel einmal um deinen Mittelpunkt herum. Dann kannst du dein Blatt auch einfach einmal drehen und machst dasselbe mit dem nächsten Blatt. Wieder begrenze ich mit Tippen einmal mein Blütenblatt, setze dann wieder am Anfang an, drücke ganz auf und drehe den ganzen Pinsel einmal um meine Achse herum. Dabei werden nämlich jetzt die Blütenblätter schön unregelmäßig und so ein bisschen fließend. Und das ist nämlich charakteristisch für Mohnblumen. Ich drehe jetzt noch ein drittes Mal mein Blatt und setze wieder meine beiden Begrenzungen und ergänze jetzt auch noch das dritte Blatt. Und du kannst wirklich relativ locker dabei arbeiten. Also die Formen der Blütenblätter müssen ja gar nicht gleichmäßig aussehen, sondern die können ruhig so ein bisschen krumpelig und fließend sein. Und solange das alles noch nass ist, kannst du auch jederzeit nochmal in deine Farbe im Aquarellnäpfchen reingehen und nochmal ganz hochpigmentierte Farbe aufnehmen mit der Pinselspitze. Und dann einfach am Ansatz deiner Blätter nochmal ein bisschen dunkle Farbe reintupfen. Dann bekommst du auch einen richtig schönen Farbverlauf hin. Dieses Prinzip kannst du jetzt super gerne einfach ein paar Mal in der Reihe üben, bis du das Gefühl hast, du kannst locker flockig deine Mohnblumen malen. Wir möchten im Kranz aber nicht nur die Blüten von vorne zeigen, sondern auch von der Seite. Und das machst du ganz ähnlich, indem du dir mit Bleistift jetzt wieder den Blütenansatz vorzeichnest mit Bleistift, also einmal ein Stiel und dann ein Dreieck, was einfach nur den Blütenstempel darstellen soll oder beziehungsweise das, wo deine Blütenblätter dranhängen. Dann gehst du wieder in deine Aquarellfarbe und startest genauso wie oben auch schon. Du begrenzt erstmal dein Blütenblatt in einer Trichterform, setzt dann den Pinsel wieder am einen Ende an und ziehst ihn einfach wieder rüber. Und ich achte wieder darauf, dass aber die Begrenzung unten auch nicht übermalt wird. Also die Spitze bleibt die ganze Zeit auf meinen Blütenansatz gerichtet und ich rotiere nur den hinteren Teil von meinem Pinsel. Jetzt kann ich links und rechts noch so ein, zwei schmale Blätter ergänzen, indem ich einfach mit der Pinselspitze am Blütenansatz starte und mir einfach hier zwei Linien hochziehe und dann habe ich auch schon meine Blüte von der Seite. Wenn ich diese Blüte jetzt aber ein bisschen geschlossener zeigen möchte, also nicht schon so halb geöffnet, dann mache ich das ganz ähnlich, dass ich wieder mit meinem Blütenansatz beginne. Und jetzt kann ich aber Folgendes machen. Jetzt kann ich auch ein einzelnes Blütenblatt einfach malen, indem ich auch einfach nur zweimal auf mein Aquarellpapier drücke. Also ich versuche gar nicht mehr, mir einen Ansatz vorher zu malen, sondern ich drücke einfach nur zweimal auf mein Aquarellpapier und jetzt habe ich schon eine weitaus geschlossenere Form. Diese drei Möglichkeiten kannst du super gerne jetzt mal in der Reihe üben und dann geht es auch schon auf unseren Kranz.
Wir setzen jetzt unseren Kranz auf dieses quadratische Aquarellpapier. Um den Kranz nicht vormalen zu müssen, kannst du dir einfach ein Glas schnappen oder einen Teller oder Unterteller, der die richtige Größe hat für dein Format. Und dann kannst du einfach mit einem Pinsel und einem ganz hellen Grünton einmal den Rand deines Glases oder Untertellers mit Farbe bestreichen. Dabei kannst du ruhig einen relativ hellen Grünton nehmen, also viel Wasser, wenig Pigment, weil wir wollen ja nur ungefähr wissen, wo unsere Linien verlaufen, wo der Kreis später sein soll. Dann versuche ich das jetzt ganz mittig zu positionieren, drücke einmal drauf und habe jetzt einen ganz, ganz groben Kranz. Viel mehr brauche ich jetzt auch gar nicht, um zu wissen, wie ich meine Blüten anordne. Ich würde jetzt tatsächlich einfach mein Format einmal so drehen, weil jetzt hier unten ich keine Linien mehr habe und ich kann hier ja wunderbar meine großen Blüten reinsetzen. Das kannst du so machen, wie es bei dir am besten aussieht. Und jetzt starten wir hier unten mit zwei Mohnblumen, die von vorne geöffnet sind, also die wir eben auch schon hier als erstes geübt haben. Die setzen wir hier unten hin, eine größere und eine kleinere. Und jetzt mache ich genau dasselbe, was ich ja eben auch schon gemacht habe. Ich positioniere mir einfach. Man kann den Bleistift theoretisch auch weglassen, aber es ist eine gute Hilfestellung für dich. Ich positioniere mir jetzt erstmal hier meinen Kreis und dann mache ich jetzt genau dasselbe, was ich eben die ganze Zeit geübt habe. Ich starte mit dem ersten Blütenblatt, begrenze mir das wieder und ziehe mir jetzt hier meine locker leichten Blütenblätter einmal von links nach rechts. Dabei gucke ich jetzt auch, dass ich nur drei Blütenblätter mache, die unterschiedlich groß sind. Ich finde, das passt auch immer sehr, sehr gut zu Mohn vom Look her, wenn das halt eine unregelmäßige Zahl ist und wenn die unregelmäßig groß sind. Wenn mir an irgendeiner Stelle etwas nicht gefallen sollte, kann ich natürlich auch mit meinem Pinsel nochmal so ganz bisschen irgendwas nachjustieren. Aber ich finde es ganz schön, wenn man die Blüten wirklich ganz, ganz frei und locker malt und nicht zu sehr verkompliziert. Auch hier kann ich jetzt in mein Näpfchen nochmal reingehen und kann nochmal ein ganz bisschen dunkle Farbe hinterher tippen. Und dann habe ich meine erste Blüte auch schon fertig und setze mir direkt daneben die zweite Blüte, die jetzt ein bisschen kleiner ist. Da habe ich ja jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Platz. Das heißt, ich male mir jetzt hier eine relativ kleine Blüte hin. Das ist natürlich mit einem großen Pinsel ein bisschen schwieriger, aber dann wird die auch schön locker, wenn ich nicht so viel Kontrolle habe über meinen Pinsel. Das ist eigentlich ganz gut. Hier verlaufen jetzt meine Farben so ein bisschen ineinander. Das ist aber, finde ich, gar nicht schlimm. Aquarellfarben dürfen ja auch ruhig ineinander laufen. Das macht ja so ein bisschen den Charme aus. Das lasse ich jetzt so trocknen und würde jetzt an der rechten Seite eine Blüte machen, die zur Seite sich öffnet. Also so, wie wir das ja eben als zweites geübt haben. Die würde ich hier so hinragen lassen. Das heißt, ich kann mir jetzt hier nur als Gedankenstütze mein Dreieck einmal platzieren, damit ich weiß, wo meine Blütenblätter rauskommen sollen. Und dann mache ich das genauso wie gerade auch schon, dass ich das Ganze erstmal begrenze und mir dann ein großes Blütenblatt hier rüberziehe. Links und rechts ergänze ich jetzt noch ein schmaleres und so lasse ich das trocknen. Jetzt haben wir natürlich noch relativ viel Platz auf unserem Kranz. Also unten sind es die großen, schweren Blüten. Und jetzt kann ich einfach links und rechts noch ein paar geschlossenere Blüten ergänzen. Das mache ich jetzt aber einfach frei Hand, ohne irgendwas vorzuzeichnen, nach Gefühl. Also zum Beispiel setze ich mir jetzt einfach mal hier noch eine Blüte drauf. Oder an der anderen Seite auch noch eine. Und nach oben hin werden diese Blüten ein kleines bisschen kleiner und vielleicht sogar geschlossener. Das heißt, ich kann auch zum Beispiel nur einmal auf mein Papier tupfen, dass es nach oben halt so ein bisschen schmaler wird. Auf der anderen Seite ergänze ich mir jetzt auch noch eine ganz kleine Blüte. Und dann habe ich meine ganzen Blüten schon mal im Kranz untergebracht.
Als nächstes möchte ich jetzt gerne noch ein paar typische Knospen von meinen Mohnblüten ergänzen. Dafür nehme ich mir jetzt einfach einen etwas kleineren Pinsel und eine braune Farbe. Ich habe in dem Fall hier ein Sepiabraun, also ein dunkles, gedecktes Braun. Und jetzt kann ich zum Beispiel einfach noch hier und da, wo Lücken entstanden sind, einfach so eine kleine Form, so eine kleine Ellipse, die nach unten hin so ein bisschen spitzer wird, positionieren. Einfach, indem ich zweimal auf mein Aquarellpapier damit drücke. Also nicht zu genau malen, nicht zu grafisch, schön locker leicht. Ich lasse meine ganzen Blüten jetzt erstmal trocknen und kümmere mich um die Blätter. Und zwar hat Mohn so eine sehr spezielle Blattform. Ich habe versucht, das mal aus dem Gedächtnis jetzt ungefähr aufzuscribbeln, dass du weißt, wie ungefähr Mohn aussieht. Ich finde, es erinnert immer so ein bisschen an Rucola. Ich persönlich finde aber, dass zu diesem sehr lockeren, leichten Stil ein zu genaues Blatt nicht gut passen würde. Deshalb würde ich das so machen, dass ich mit einem mittelgroßen Pinsel jetzt einfach ein paar helle Linien ergänze. Ich habe das auf meiner vorherigen Version nämlich auch so gemacht, dass ich einfach nur diese Blätter mit ein paar Strichen angedeutet habe. Und das würde ich bei diesem Stil jetzt auch bevorzugen. Das bedeutet, ich schnappe mir jetzt erstmal einen sehr hellen Grünton, den ich mir mit viel Wasser anmische. Wir starten immer bei Aquarellmalen mit dem helleren Ton und werden dann Stück für Stück dunkler. Das ist ganz wichtig, weil du kannst ja beim Aquarell nicht am Schluss noch mal irgendwas aufhellen, sondern sobald etwas zu dunkel ist, kannst du es nicht mehr beeinflussen. Jetzt kann ich zum Beispiel mit diesem sehr hellen Ton einfach so ein paar schnelle Linien ziehen, die am Schluss so ein bisschen diese Anmutung ergibt. Ich würde aber, wie gesagt, das wirklich gar nicht zu genau machen, weil ich glaube, dass es dann nicht mehr zum Rest passt. Das heißt, ich mache wirklich nur ein paar Striche hier und da, manchmal auch nur so zwei, drei, die für sich alleine stehen, damit das schön locker leicht ist. Und wie gesagt, das Ganze super, super hell, damit wir hier nachher noch einen schönen Kontrast mit einem dunkleren Grünton ergänzen können. Ich gucke natürlich, dass ich jetzt einfach die Lücken so ein bisschen fülle, die sich ergeben haben. Die werden bei dir wahrscheinlich auch so ein bisschen anders aussehen als bei mir, weil wir ja doch sehr frei gerade malen und wahrscheinlich, dass bei dir dann sich andere Lücken auftun. Also schau einfach mal, dass du so ein paar Lücken schließt, dass du das gut alles verteilst und dass es nicht zu überladen am Schluss aussieht. Also ein paar Striche hier und da reichen vollkommen aus. Während die ersten Blätter jetzt trocknen, können wir mit einem dünneren Pinsel schon mal so ein paar Stiele ergänzen von unseren Knospen und vielleicht sogar auch von ein paar Blüten. Dafür nehme ich mir jetzt einen sehr, sehr dünnen Pinsel und einen etwas dunkleren Ton, Grünton. Und jetzt kann ich zum Beispiel so ein bisschen meine Knospen schon mal an den Kranz anschließen mit solchen dünnen Linien. Die müssen auch nicht gerade sein. Gerade beim Mohn sind die Stiele auch manchmal so ein bisschen geschlängelter. Und wenn ich das habe, kann ich jetzt auch noch mal ein paar dunklere grüne Kontraste setzen, weil jetzt meine erste Schicht von Blättern schon getrocknet ist. Das heißt, ich gehe jetzt mit einem dunkleren Ton hin und ergänze damit noch so ein paar Linien und Striche, die über meinen bisherigen helleren Strichen liegen. Und jetzt siehst du den Unterschied. Auf der einen Seite ist alles sehr, sehr hell und auf der anderen Seite habe ich nur so ein paar dunkle grüne Striche ergänzt. Und dadurch hast du automatisch jetzt einen richtig schönen Kontrast und das wirkt direkt tiefer und plastischer als auf der linken Seite.
Das Grobe haben wir jetzt alles schon fertig. Was wir jetzt noch brauchen, sind ganz viele feine Details. Und die Details werden deinen Kranz jetzt auch so richtig zum Leben erwecken. Wir starten einfach mal in der Mitte unserer Blüten, denn da brauchen wir natürlich noch einen richtig, richtig, richtig dunklen Braunton. Ich nutze den direkt aus dem Näpfchen, das heißt, es ist ein ganz hochpigmentierter dunkler Ton. Ich rühre hier so ein bisschen mit meinem feinen Pinsel drin rum, damit das auch wirklich ein schöner, eine sahnige Konsistenz wird. Streife das Ganze aber so ein bisschen am Rand ab, damit ich auch nicht zu viel Farbe auf dem Pinsel habe. Und kann jetzt zum Beispiel hier einmal einen Kreis in die Mitte machen von meiner Blüte und drumherum mache ich ganz viele kleine Punkte mit meiner Pinselspitze. Das Ganze mache ich auf der anderen Seite auch einmal. Einen Punkt in die Mitte und drumherum viele kleine Pünktchen. Solche Pünktchen kann man auch immer super einfach überall wahllos so ein bisschen unterbringen, weil wir können natürlich jetzt bei den Blüten nicht reinschauen. Also wir sehen diese typischen Mohnsamen sehen wir ja gar nicht mehr. Wir können aber trotzdem, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, an manchen Stellen in die Luft so ein paar Pünktchen malen und dann wirkt das Ganze so ein bisschen lebendiger. Das ist immer ein guter Trick, wenn man das Gefühl hat, die Illustration sieht zu langweilig aus oder nicht lebendig genug. Nicht übertreiben, also jetzt nicht zu viele Punkte, dann wird es zu unruhig, aber ich glaube, so sieht das sehr ausgewogen aus. Was wir mit diesem dunklen Braunton auch noch machen können, ist, dass wir jetzt auf die Knospen auch noch so einen kleinen Abschluss setzen. Die sind ja immer so ein bisschen kröseliger an den Enden. Und wenn wir da einfach so ein paar Punkte ans Ende setzen, wirkt das Ganze auch noch mal viel, viel detaillierter. Das Einzige, was ich jetzt noch ergänzen würde, sind ein paar feine Linien auf unseren Blütenblättern. Dafür brauchst du natürlich wieder einen sehr, sehr feinen Pinsel. Ich bleibe jetzt gerade mal bei meinem dünnen Pinsel hier, weil ich das damit ganz gut hinbekomme. Ich nehme mir einen dunklen roten Ton auf mit dem Pinsel. Und jetzt mache ich Folgendes. Bevor ich damit aufs Papier gehe, streife ich meinen Pinsel einmal so ein bisschen ab, dass der nicht zu vollgesogen ist. Weil wenn ich den abstreife, dann bekomme ich weitaus feinere Linien hin, als wenn der zu vollgesogen ist mit Farbe. Das heißt, umso weniger Farbe da drauf ist, umso dünner bekomme ich meine Linien hin. Und jetzt kann ich bei ein paar Blütenblättern einfach ein paar feine, gebrochene Linien ziehen, die immer vom Mittelpunkt aus nach außen gehen und sich so auffächern. Das muss aber nicht bei jedem Blütenblatt gleich viele Striche sein oder generell können manche Blütenblätter auch gar keine Striche haben. Ich kann zum Beispiel auch mal einfach nur ans Ende der Blütenblätter so ein paar kleine Striche setzen. Und das Ganze macht jetzt natürlich meine Blüte sehr, sehr viel haptischer, als wenn es einfach nur ein Aquarellklecks ist. Fertig ist mein wunderschöner Mohnblumenkranz.